Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Laura Keicher und ich habe die Ehre, Sie heute durch diesen Tag zu führen bei der TÜV AI-Konferenz. Das dritte Mal schon. Wir sind hier live im Studio in Berlin in den Design Offices und ich freue mich, heute mit einem riesigen Programm am Start zu sein. Wir haben verschiedene Panels, wir haben Keynotes, wir haben Diskussionsrunden, Praxisbeispiele und das Ganze rund um das Thema Sicherheit und Vertrauen. Wir werden topaktuelle Themen ansprechen, wie den EU-AI-Act. Wie sieht es aus mit der Regulierung? Stand heute, wo stehen wir in Deutschland, wo stehen wir im internationalen Vergleich? Und dazu auch, wie steht es im Zusammenhang mit Cybersecurity, mit Nachhaltigkeit, mit dem Thema neue Arbeit und so weiter. Wir haben noch ein paar Überraschungen dabei und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben es schon hier in unser Programm geschafft. Auf der linken Seite werden Sie im Tool später auch die Möglichkeit haben, mittags haben wir Workshops, da auf einen externen Link zu klicken und sich reinzuklicken. Sie haben die Möglichkeit, unsere Partner auf digitalen Expo-Ständen zu besuchen, die Möglichkeit überhaupt, sich mit den Leuten zu vernetzen, Fragen zu stellen. Wir werden Umfragen heute mit hier dabei haben und ganz viele tolle Gäste, Top-Speaker und auch verschiedene Co-Moderatoren werden mich heute vom TÜV-Verband begleiten über diesen Tag. Aus dem Bereich Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Forschung und einfach KI-Experten. Und an dieser Stelle möchte ich gleich übergeben zu der offiziellen Eröffnung. Der Herr Professor Dr. Axel Stepkin steht schon bereit und möchte noch ein paar persönliche Worte sagen und die Eröffnung offiziell machen. Präsident des TÜV-Verbandes und CEO des TÜV Süds. Damit übergebe ich das Wort. Viel Spaß Ihnen. Ja, vielen Dank und herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer dritten TÜV AI-Konferenz. Und es ist eben, wie gesagt, die dritte Konferenz schon über Vertrauen und Sicherheit in der künstlichen Intelligenz. Die Konferenz hat sich damit im Terminkalender der Hauptstadt fest etabliert. Und als ich heute Morgen im Morgenmagazin nochmal den Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sah, habe ich gedacht, oh Gott, was passiert jetzt um 14 Uhr? Weil da das Fußballspiel sein wird, Deutschland gegen Japan. Und wie Sie aber gerade gehört haben, und ich kann das auch noch mal von meiner Seite Ihnen versprechen, wir werden ein so interessantes Programm hier gestalten, dass Sie gar nicht erst in die Versuchung kommen werden, um 14 Uhr auf die ARD umzuschalten. In den letzten 3 Jahren, in denen wir auch jedes Jahr eben diese Konferenz veranstaltet haben, ist allerdings auch viel passiert. Eine Pandemie hat die Welt erschüttert, ein Krieg ist in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ausgebrochen und in der Folge erleben wir eine Energie- und Wirtschaftskrise und gar nicht zu sprechen von der hohen Inflationsrate, die uns alle gerade trifft. Und was wir in diesen schwierigen Zeiten mehr denn je brauchen, ist eben Vertrauen und Sicherheit, auch in neue Technologien wie künstliche Intelligenz. Ich bin immer wieder begeistert, was KI leisten kann. Sie hat zum Beispiel dazu beigetragen, in Rekordgeschwindigkeit einen Covid-19-Impfstoff auf den Weg zu bringen. Und sie hilft dabei, sehr schnell gefährliche Virusvarianten aus den etwa 10.000 Mutationen herauszufiltern, die jede Woche neu entstehen. KI ermöglicht autonomes Fahren, Sprach- und Gesichtserkennung in Smartphones, intelligente Robotik für die Industrie und die Steuerung eines weitgehend grünen Energiesystems. Wir alle wissen aber auch um die Risiken dieser Technologie. Viele AI-Anwendungen in der Medizin, in der Mobilität oder in der Infrastruktur sind kritisch für Leib und Leben. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir in Europa einen gesetzlichen Rahmen für künstliche Intelligenz schaffen. Dieser Rahmen soll die Menschen schützen und er soll gleichzeitig so gestaltet sein, dass Innovationen gedeihen können.
Sowohl die Verbraucher und Verbraucherinnen als auch die Unternehmen in Deutschland fordern eine Regulierung ein. In einer Bitkom-Umfrage gibt jedes zweite Unternehmen an, dass rechtliche Unsicherheiten ein Hindernis für den Einsatz von KI sind. Und in einer Studie unseres Verbandes, des TÜV-Verbandes, fordern fast 90% der befragten Unternehmen, dass KI-Anwendungen in Abhängigkeit von ihrem Risiko reguliert werden müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, mehr Rechtssicherheit wird KI-Innovationen eben fördern, statt sie zu bremsen. Unsere heutige Konferenz findet in der heißen Phase des Gesetzgebungsprozesses für den sogenannten AI Act in Europa statt. Die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat und dem Europaparlament laufen auf Hochtouren. Entscheidende Fragen sind auf der Zielgeraden. Welche KI-Anwendungen werden in welche Risikoklassen eingeteilt und wie sollten diese geprüft werden? Dabei müssen die Verhandlungspartner ein wahres Kunststück vollbringen. Die KI-Verordnung darf auf der einen Seite kein stumpfes Schwert sein, sie darf aber auch nicht die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft gefährden. Am Vormittag dieser Konferenz erfahren wir bei unserem prominent besetzten Panel zum AI Act aus erster Hand, wo aktuell die Knackpunkte sind und was noch passieren muss, bevor ein abgestimmter Gesetzestext vorgelegt werden kann. Meine Damen und Herren, neben gesetzlichen Regelungen helfen Normen und Standards dabei, den Einsatz der Technologie auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu beschleunigen. Die unter Federführung des DIN entwickelte Normungsroadmap KI hat gezeigt, wo wir stehen. Und sie hat gezeigt, wo es noch Handlungsbedarf gibt. Das gilt zum Beispiel für die Entwicklung neuer Prüfmethoden, für die Bewertung von KI-Anwendungen. Denn wie können wir mit geeigneten Methoden feststellen, dass KI-Systeme Menschen nicht in Gefahr bringen, zuverlässig arbeiten und ethischen Standards entsprechen? Diesen sehr praktischen Fragen werden sich die Quality- und Testing-Hubs widmen, die gerade mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten in 3 Bundesländern aufgebaut werden. Normen und Standards rund um KI behandeln wir in einem weiteren Panel am Vormittag. Dazu passt ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz. Nachhaltigkeit ist das Thema unseres beliebten Policy Pitches am frühen Nachmittag. Nach einem Impuls von Professorin Gesche Joost treten 4 Bundestagsabgeordnete in den Ring. Wie erreichen wir, dass künstliche Intelligenz ökologisch und sozial verträglich ist? Welche Verantwortung tragen die Unternehmen und was kann die Regulierung von KI hier konkret bewirken? Es geht dann mit weiteren Talks und Panels weiter, zum Beispiel zu der Frage, wie KI unser Arbeitsleben verändern wird oder wie wir Verbraucher wirksam vor den Risiken von KI schützen können. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf den heutigen Tag. Sie erwarten 8 Stunden Druckbetankung zu der Frage, wie wir, und das ist die Besonderheit dieser Konferenz, künstliche Intelligenz nutzen können, ohne die Risiken dieser Technologie außer Acht zu lassen. Und ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die heute mit dabei sind, und ich danke besonders den zahlreichen Rednern. Und ich bedanke mich herzlich bei unseren Partnern, die diese Konferenz erst möglich gemacht haben. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch auf dem ersten Panel mit Stefan Schnorr, dem Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Wir sprechen darüber, wie wir KI Made in Germany weiter nach vorne bringen können. Vielen Dank.